Hallo alle zusammen, ich bin heute hier mit der Susi Gotzi und ich freue mich tierisch, dass wir zweimal plaudern über die ganzen Möglichkeiten, die es bei Access gibt mit den Tieren. Und das ist ja einiges. Es gibt ja dieses wunderbare Buch von Gary Douglas, gell? Talk to the Animals, also sprich mit den Tieren. Und ja, wie kam es denn dazu, dass du dann die Programmleiterin geworden bist von diesem ganzen Sprich mit den Tieren? Magst du dazu mal was erzählen? War eigentlich eine lustige Geschichte, weil als ich zum allerersten Mal den Gary Douglas kennengelernt hat, in einem damals Level 2 und 3 hieß das damals, das COP, da hat er mir die Hand geschüttelt und hat zu mir gesagt, ja, wann ich denn jetzt anfangen würde, Tierklassen zu lehren. Und ich habe wirklich über meine Schulter geguckt, weil ich dachte, mit wem spricht der eigentlich? Ich war völlig entsetzt. Also ich war damals Hundeausführerin und habe in Santa Barbara, Kalifornien damals also Gruppen von Hunden bis zu 25 ausgeführt. Aber für mich war das irgendwie so ganz normal. Das macht man doch, oder? Also für mich war das nichts Besonderes und der Gary hat eben in mir etwas gesehen, was ich damals noch nicht wahrhaben wollte. Und dann hat er mir tatsächlich auch, er hat damals schon so ein kleines Handbuch gehabt, das war noch vor dieses Buch entstanden ist, eben mit diesen Klassen, weil er sie damals selber gehalten hat. Und was übrigens auch spannend ist, weil als Gary zum ersten Mal gefragt wurde, ob diese Access Tools mit Tieren funktionieren, hat er eben von der Energie her geantwortet und hat einfach gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ach was? Also er hat es selber nicht gewusst in dem Sinne, aber die Energie hat ja gesagt und da hat das Ganze wirklich angefangen. Und dann hat er mir eben dieses Handbuch gereicht und hat gesagt, so, du machst jetzt hier weiter, weil ich habe keine Zeit für diese ganzen verschiedenen Klassen. Und ja, so ist das Ganze dann Wow, entstanden. wie lange ist das jetzt her? Ja, das ist schon lang her. Also ich habe dieses erste Handbuch von ihm, glaube ich, 2005 in die Hand bekommen, aber das hat noch eine Weile gedauert, bis ich mich tatsächlich getraut habe, auch wirklich selbst das zu facilitieren. Das war irgendwie für mich immer noch so, hä, ich habe doch nichts zu sagen und ja, also es hat eine ganze Weile gedauert. Was weiß ich denn darüber? Ich Genau. probiere mal ein paar Hunde aus, aber mehr mache ich doch gar nicht. Genau. Und sag mal, der Kurs ist ein 2,5-Tageskurs oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, normalerweise eben, wenn wir den live machen, ist es so, dass wir zwei volle Tage und eben vorher eben ein Intro, einen Tag vorher, aber zwei volle Tage gemeinsam sind und dann eben sehr viel auch üben in der Klasse mit Bildern und so weiter. Wir machen auch normalerweise immer einen kleinen Ausflug irgendwo hin, also in einen Zooladen oder zum Zoo selber oder irgendwo, wo es eben Tiere gibt, wo man zum Teil auch Ansichten drüber haben könnte, also zum Beispiel auch in ein Tierheim, weil das hilft dann auch oft, so diese ganzen Ansichten etwas zu verändern und da einfach auch ein neues Gewahrsein zu bekommen. Und jetzt natürlich mit Covid ist sehr viel online. Also ich habe jetzt den Kurs, hatte ich auch als Telecall, als achtteiligen Telecall vorher. Und jetzt habe ich den mal als online ausprobiert und das macht jetzt so einen Spaß, dass ich jetzt erstmal mit online weitermache. Also das ist wirklich toll. Wir haben wirklich Spaß miteinander. 4 Tage, jeweils 3 Stunden. Also es ist auch nicht so, dass man den ganzen Tag eben vorm Computer sitzen muss. Und damit decken wir sozusagen das Ganze auch ab. Und auch die Online-Spielchen mit den anderen Tieren. Wir haben dann eine Gruppe, wo wir Bilder posten. Das macht, also das ist auch genial, man hat wirklich von dem Kurs genauso viel, wie wenn man live kommt, oder es ist einfach anders, aber ich glaube nicht, dass man etwas vermisst. Das stimmt, ja, mega. Und wie ist denn das normalerweise? Also würden das Gute an dem, ich sage jetzt mal, das Gute an dem Online ist ja auch die Tiere, wenn man gerade wenn man Haustiere hat, man ist ja zu Hause mit ihnen. Das heißt, man hat ja auch die Tools eigentlich gleich in Action. Weil die Tiere würden ja normalerweise nicht mitkommen in den Live-Kurs, oder? Genau. Oder wie handhabst du das? Oder sitzen dann, muss ich Nein, also ganz am vorstellen, Anfang, hinter alles ja, mit. ganz am Anfang, genau. Also das war ein Chaos. Ich habe wirklich so angefangen, Leute durften ihre Tiere mitbringen, aber das war wirklich so, hallo, hallo, guten Tag, ich bin hier, könnt ihr mich mal anschauen, hallo, aber zu den Leuten, nicht zu den Tieren, weil die waren alle nur fixiert auf ihre Tiere und auf ihre Tiere gegenseitig und ich war da vorne gestanden und es war wirklich so, Entschuldigung, ich bin hier. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das geht so nicht. Und deshalb haben wir es dann wirklich umgestellt. Also ja, und jetzt natürlich im Online-Kurs, du hast deinen Hund, deine Katze, deinen Vogel, an denen du auch die Tools ausprobieren kannst.
Und eben das Schöne ist, dass wir gegenseitig uns eben auch facilitieren dann mit unseren Tieren und dadurch auch die Möglichkeit haben, die Tiere zu sehen. Also es ist total schön. Und darf ich jetzt eine provokante Frage stellen? Brauchen nicht manchmal die Herrchen mehr Facilitation als eigentlich die Tiere? Weil die Tiere haben doch eigentlich keine Ansicht, oder? Wie siehst du das, Susi? Ja, also es ist wirklich spannend. Wir können die Tiere auch von ihrer Umwelt ja nicht isolieren, in dem Sinne, dass wir sagen, das Tier hat ein Problem und sonst ist nichts. Also manchmal, in seltenen Fällen, ist es wirklich so, dass Tiere zum Beispiel mit irgendwelchen Sachen schon in diese Welt kommen, also hier geboren werden mit Sachen, die sie in irgendeinem anderen Leben mal beschlossen haben, aus irgendwelchen Gründen, also irgendein Trauma aus einem anderen Leben. Und da ist es tatsächlich so, dass das Tier mit einer Vorbelastung hier schon auftaucht. Und da kann man dann das Thema tatsächlich auch isoliert behandeln mit dem Tier. Aber die meisten Sachen, also wirklich, ich würde sagen, mindestens 85% aller Sachen sind gemeinsam auch kreiert mit der Person. Ich habe das auch als Hundeführerin schon immer wieder gesehen, dass die Hunde sich zu Hause total anders benehmen als bei mir. Und bei mir gab es eben bestimmte Regeln. Und es war auch lustig, die Hunde kannten alle die Regeln und haben sie auch gegenseitig sich beigebracht. Also zum Beispiel, bei mir war es so, im Auto durfte nicht gebellt werden. Also ich kann das einfach nicht leiden, wenn ich also halt mit 20 Hunden im Auto und dann bellen die alle, das kann ich nicht leiden. Und für mich war immer die Regel, kein Bellen. So, wenn jetzt einer das Bellen angefangen hat, habe ich mich einfach an den Straßenrand gestellt und habe ein Buch aufgemacht und dann war ich halt dort gestanden und dann ist erstmal gar nichts passiert. Und das war dann wirklich so, wo gehen wir jetzt hin? Ja, nirgendwo, solange ihr bellt. Und es war dann lustig, weil die haben dann wirklich sich gegenseitig gezwickt, also jetzt hört das Bellen auf, sonst bleibt bestehen. Das ist wirklich, das konntest du wirklich beobachten, wenn ich einen neuen Hund in der Gruppe hatte, der gewöhnt war, im Auto zu bellen und so, voller Aufregung. Die anderen alle so, stopp, 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 hör bloß mit dem Bellen auf. Also das war wirklich lustig. Und also von daher, die Tiere können sich auch schnell umstellen, die können auch sehr schnell sich neuen Dingen anpassen und sie halten auch an ihren Sachen nicht fest in dem Sinne. Und es ist oft so, dass die Menschen ja eher festhalten oder auch versuchen halt, das Ganze irgendwie zu erklären. Also wie oft habe ich auch schon so Geschichten gehört, ja, mein Hund ist aus dem Tierheim und deshalb hat er dieses Problem und jenes Problem und jenes Problem. Und das Interessante ist, wenn man den Hund fragt, ist das ein Problem für dich? Ist es meistens so, nee, also nee, ich habe kein Problem. Aber vielleicht sie. Ja, genau. Das ist spannend, ja. Da haben wir halt auch so viele Ansichten, wie du richtig gesagt hast, gell? Und ist es auch so, also, dass wir alles selbst kreieren, würdest du auch sagen, die Tiere haben auch alles selbst kreiert, nehmen sich, also wer besitzt denn auch wen? Bin ich der Besitzer meiner Katze oder ist die Katze der Besitzer von mir? Wie ist denn das mit den Tierchen? Ja, das ist spannend. Also das hat mir das erste Mal, als der Gary Douglas das gesagt hat, musste ich auch lachen, weil er hat gesagt, ja, wer besitzt hier eigentlich wen? Wer geht zur Arbeit, um das Tierfutter zu besorgen? Wer verdient das Geld, um das Haus zu mieten und so weiter und so weiter? Und dann habe ich mir auch gedacht, ach, so habe ich das eigentlich noch nie betrachtet. Also und trotzdem sind natürlich die Tiere auch ein energetischer Beitrag für uns und das dürfen wir eben auch nicht vergessen. Also sie machen unser Leben ja oft, ja, leichter, spannender, lustiger, schöner. Und von daher tragen sie ja dann auch bei, energetisch gesehen, zu dem, dass wir mehr Geld verdienen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte immer, naja, wenn ich mehr Tiere habe, kostet mich das alles mehr, aber ich verdiene auch mehr komischerweise. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, das wirklich auch anzuerkennen, dass die Tiere eben auch energetisch einen Beitrag leisten, der sich auch wieder aufs Geld schlägt. Also das finde ich schon auch spannend. Oh ja, das finde ich auch spannend. Ja, und ich meine, sie sind ja auch in so vielen anderen Bereichen so ein Beitrag. Gerade wenn man von ihnen wirklich, wenn man sich so öffnet und von ihnen empfängt und einfach ihnen sie beobachtet, wie sie eigentlich dauerpräsent sind, oder? Eine Ja. Katze schläft im Gras, aber sie ist jederzeit bereit zu kämpfen, wenn es sein muss. Ja, auf jeden Fall. Die sind ja total präsent und ich finde, das kann man sich schön von so Tieren abschauen, diese Dauerpräsenz und diese Ansichtslosigkeit und dieses eben nicht bewerten. Eine Katze bewertet dich nicht. Der ist egal, wie du ausschaust, ob du jetzt 90, 60, 90er Modelmaße hast oder was anderes. Der Katze ist es egal. Genau. Auch was du anhast oder ob du den ganzen Tag nur auf der Couch sitzt. Also den Tieren ist das alles egal. Das stimmt, ja. Ja, und
Was gibt es denn noch alles bei Access mit den Tieren? Also es gibt diese, sprich mit den Tierenkurs, den 2,5-Tageskurs. Dann du arbeitest ja auch viel mit Pferden. Was machst du da alles? Ja, also wir haben natürlich den Conscious Horse, Conscious Rider Kurs. Der ist also wirklich genial und es gibt sehr viele Facilitatoren, auch gerade in Europa und auch deutschsprachige, die diesen Kurs immer wieder anbieten. Es ist auch ein Zweitageskurs und da geht es auch nicht unbedingt darum, dass du reiten musst oder dass du reiten schon können musst oder dass du sogar mit Pferden zu tun hast. Wir haben schon so viele Leute im Kurs gehabt, die einfach gewusst haben, ich muss dahin. Ich finde es immer wieder spannend, wenn Leute einfach auftauchen, die sagen, ich habe noch nie was mit einem Pferd gemacht, aber ich wusste, ich muss zu diesem Kurs. Und den Mut dann auch zu haben, so einen Kurs mitzumachen, ich finde das wirklich geil, wenn Leute einfach wissen, ich muss hin. Und in dem Kurs wirklich geht es nicht darum, besser zu reiten, obwohl es auch darum gehen kann, wenn jemand das möchte. Aber im Prinzip geht es einfach darum, auch hier die Türen zu öffnen zum Empfangen von den Tieren und von den Pferden speziell. Die sind halt einfach mal größer, die machen auch ein bisschen, also so in Anführungszeichen, Angst. Und es ist einfach noch mal was ganz anderes, als jetzt mit Hunden und Katzen zusammen zu sein. Und viele Leute kriegen da wirklich einen riesen Beitrag, einfach nur mit den Pferden in so einem Kurs zu sein. Also der Kurs findet immer mit Pferden statt. Also das ist nie ein theoretischer Kurs, wo man drin sitzt, sondern da wird immer auch mit Pferden gearbeitet und also wie gesagt, nicht immer reiten, aber auf jeden Fall hundertprozentig mit den Pferden. Und du hast mir ja im Vorfeld mal diese lustige Geschichte erzählt, wo das Pferd ganz genau wusste, dass es jetzt in diesen Kurs muss. Magst du das vielleicht noch mal erzählen, was da passiert ist? Ja, also das war ein bisschen ein anderer Kurs. Also es gibt eben auch, ich mache diese Körperarbeit, die heißt ESSI, also Energetic Synthesis of Structural Embodiment. Und da machen wir auch zum Teil mit Pferden eben. Und das war einer von diesen Kursen, wo wir dann auch Körperarbeit eben mit ESSI an den Pferden machen. Und eine Frau hat eins von ihren Pferden mitgebracht und das andere eben nicht. Und das Pferd ist dann tatsächlich über den Zaun gesprungen und hat sich beim Drüberspringen das halbe Vorderbein abgeschnitten und hat Gott sei Dank nicht die Arterie durchgeschnitten, also sonst wäre es ja sowieso gleich verblutet, aber es war also wirklich, es war ein sehr starker Schnitt und der Tierarzt kam und hat gesagt, naja, da kann man nichts machen, man kann es nicht zunähen, er würde empfehlen, das Tier gleich einschläfern zu lassen. Und die Frau hat erst mal gesagt, nein, und hat uns dann angerufen, dürfte das Tier denn am nächsten Tag zum Kurs kommen, weil scheinbar wollte es unbedingt zum Kurs kommen. Und wir so, ja, kannst du es denn transportieren? Und dann hat sie gemeint, naja, ich probiere es einfach. Ja, und dann hat sie dieses Pferd gebracht und es kam aus dem Hänger raus. Auf drei Füßen ist es gehoppelt und wirklich das Vorderbein ist also wirklich völlig ohne Kontrolle einfach so hin und her geschwungen. Also uns ist allen die Kinnlade runtergefallen. Erstens mal, weil das Pferd, das sah so glücklich aus. Also es sah wirklich aus wie von wegen, ich bin da, schaut mal, ich bin da. Und wir alle so, hä? Wie gibt es das, dass dieses Pferd nicht vor Schmerzen wirklich sich krümmt sozusagen, weil wirklich dieses Bein einfach so umeinander geflattert ist? Es hing wirklich nur an Hautfetzen. Und wir haben dann eben angefangen, Körperprozesse laufen zu lassen. Wir haben eben auch mit Essie an dem Pferd gearbeitet. Und wir hatten wirklich zum Teil unseren ganzen Arm in der Wunde drin. Wir waren in der offenen Wunde innen drin mit unseren Händen und haben da eben Beitrag geleistet. Und das Pferd war so glücklich. Das stand wirklich nur, du hast es ihm richtig angesehen, wie glücklich es war. Und innerhalb von kürzester Zeit ist wirklich alles wieder zugewachsen. Und auch jetzt ist, man sieht fast keine Narbe und das Pferd ist völlig bereitbar. Also es war ein, ja, fast magischer oder war eigentlich ein magischer Event und hat wirklich, ja, also man kann es eigentlich wirklich nicht glauben, wenn man die Fotos heute sieht. Das ist wirklich stark, ja. Wow. Und was hat der Tier jetzt gesagt?
Ja, der Tierarzt, das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, ob sie diesen Tierarzt noch benutzt hat. Da weiß ich nicht, was die Reaktion war, aber er hat es wahrscheinlich erstmal auch mit Kinnlade unten betrachtet, nehme ich an. Wow, auch spannend zu sehen, was kreieren sich die Tiere, wenn sie unbedingt in diesen Kurs wollen. Aber das, wie du sagst, das Pferd war ja total entspannt. Also es hat auch dazu keine Ansicht. Hauptsache es ist jetzt im Kurs. Ja. Also für mich war das ein Riesenbeitrag, was den Schmerz anbelangt und wie das eben Tiere auch wahrnehmen zum Teil. Und dass wir da wirklich von unseren Ansichten aus einfach nicht, wir können die nicht einfach hernehmen und sagen, so ist das für die Tiere, sondern wir müssen da wirklich ja auch unsere Barrieren runterfahren und unsere Meinungen ändern und einfach hinschauen und sagen, wie nimmt dieses Tier das jetzt tatsächlich wahr? Wir können nicht davon ausgehen, dass es so ist wie bei uns. Das ist einfach nicht richtig. Das stimmt. Und sagt, die Körperprozesse sind ja die Handauflegeprozesse, die wir haben in Access Consciousness. Und das Esse, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja Faszienarbeit, ist das richtig? Kann man das so ausdrücken? Ja, zum Teil. Also es geht zum Teil um die Faszien, aber es geht eigentlich um die ganzen Körper, also um die ganzen Körperfunktionen und die ganzen Systeme im Körper tatsächlich. Also Essi ist eben eine Energie, die also nicht nur durchs Handauflegen, sondern auch durch das, ja, ich möchte einfach mal sagen, durch das Verschmelzen der Moleküle tatsächlich noch etwas anderes bewirkt. Für mich ist der Unterschied zwischen Essi und Körperprozessen der, dass wir tatsächlich die Moleküle bitten, sich mit unseren zu verbinden und dann auch in der Bewegung zu sein. Also Essi ist nicht einfach nur still die Hand drauf haben, sondern da geht es auch zum Teil um Druck und um Bewegung. Alles sehr, sehr, sehr langsam, aber die Moleküle, es fühlt sich einfach total anders an. Und die Menschen, die bisher Essi mitgemacht haben, haben jetzt schon oft erzählt, dass sie danach auch einen ganz anderen Bezug zu den Körperprozessen hatten. Und das fand ich auch spannend. Also das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet oder so, aber das höre ich immer wieder, dass dann die Leute sagen, wow, jetzt laufen die Körperprozesse ganz anders, jetzt nehme ich die ganz anders wahr und so. Das finde ich auch gut. Es ist einfach ein schöner Beitrag zu hören. Und das gibt es ja auch, also du machst es auf der einen Seite für Tiere oder mit Tiere, mit den Pferden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, kann man jetzt nur so als Mensch quasi hingehen, ohne den Tieren. Genau, also es ist ein Zweitageskurs und da ist auch vorher ein Intro am Abend vorher. Also Andrew und ich sind im Moment die Facilitatoren, die das machen. Ich mache auch normalerweise, ich versuche immer einmal im Jahr einen zu machen auf Deutsch. Also der Zweitageskurs kann entweder sein nur mit Menschen oder nur mit den Pferden. Und dann gibt es den Essi Extravaganza, den der Andrew und ich immer gemeinsam machen. Und der ist 4 Tage lang und der ist für Menschen und Tiere. Also und Pferde. Also Tiere, Pferde ist eigentlich ist unser Tier im Kurs. Und da kriegst du eben beides. Und das Schöne bei dem Kurs ist, dass dann immer irgendwann auch das wieder stattfindet, dass die Pferde eben uns beitragen. Also wir stellen oft die Liegen irgendwo hin, wo die Pferde dann rumlaufen können und uns tatsächlich beitragen können. Und das ist dann auch irgendwie immer ja sehr speziell, wenn das geschieht. Was braucht man denn als Voraussetzung? Ja, das ist auch lustig. Also bis vor kurzem gab es keine Voraussetzungen und jetzt haben wir gerade in dem letzten Kurs beschlossen, dass jetzt für die Zukunft, für alle neuen Klassen, die COP eine Voraussetzung ist. Okay, und für die mit den Tieren sprechen, was ist da Voraussetzung? Da sind überhaupt keine. Also da kann wirklich einfach jeder kommen. Deshalb mache ich da auch immer vorher oder wir machen vorher eigentlich immer eine Intro-Klasse, damit einfach die Menschen auch schon mal was über Access hören. Wenn da Leute dazukommen, die ganz neu sind, dass die da auch ein bisschen so eingewiesen werden, wie dieses Clearing-Statement funktioniert und solche Sachen. Ja, cool. Voll, voll spannend. Und man muss ja wahrscheinlich, die Voraussetzung ist nicht einmal ein Tier haben zu müssen, oder? Nein, also ich habe auch, ich finde es immer wieder lustig. Also ich habe auch mit der Megan Hill zum Teil mal ab und zu so eine Klasse gemacht, wo wir eben über Tiere und Kinder sprechen. Und es ist wirklich spannend, wie viele von den Werkzeugen, die wir mit den Tieren verwenden können, du auch mit deinen Kindern tatsächlich verwenden kannst in der Kommunikation. Ja, weil beide haben halt was Spielerisches, oder? Und dieses Freudvolle. Ja, und aber auch diese Ansichten, die einfach erst einmal nicht da sind oder auch zum Teil einfach die Klarheit, die du haben musst mit einem Tier. Zum Beispiel, wenn du zu einem Tier sagst, pinkel nicht ins Haus, was sagst du dann tatsächlich? Dass es ins Haus pinkelt. Ja.
Weil das nicht, das kommt überhaupt nicht mit, das ist energetisch gesehen, hat das überhaupt keine Relevanz. Also du sagst dem Tier tatsächlich, pinkel ins Haus, wenn du sagst, pinkel nicht ins Haus. Und es geht wirklich darum, selber sich beizubringen, den Tieren das zu sagen, was man gerne möchte. Also was möchte ich jetzt bitte kreieren? Ach, ich möchte, dass du nach draußen gehst zum Pinkeln. Oder sogar, hey, wir laufen hier vor ans Eck und da pinkelst du. Dass wirklich einfach klar ist, was möchte ich von meinem Tier? Und so ist es auch bei Kindern. Kinder werden, denen wird auch oft gesagt, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Aber es wird ihnen ja nicht gesagt, ja, was sollen sie denn dann machen stattdessen? Und das Kind, dem gefällt es auch besser, wenn es einfach weiß, ah, okay, das kann ich machen und das hier soll ich vermeiden. Okay, es ist einfacher. Es ist wirklich einfacher von der Energie her. Und wir sind wirklich auch so trainiert worden, immer wieder zu sagen, was uns nicht gefällt. Das können wir, da können wir schnell eine Liste machen. Wenn ich dich jetzt darum bitte, eine Liste zu machen, was dir alles nicht gefällt, da fällt dir sehr viel ein. Wenn Ja. ich dir jetzt eine Liste machen lasse, was dir gefällt, oh, sehr spannend. Macht mir eigentlich Spaß? Was möchte ich eigentlich kreieren? Genau. Cool, dann vielen, vielen herzlichen Dank. Alle deine Klassen findet man ja auf accessconsciousness.com/susigotzi. Ja, genau. Herzlichen Dank. Ja, ich danke dir auch, meine Liebe. Das war wieder so schön, mit dir zu quasseln. Es macht Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss.